Heute ist die Jungfernfahrt der Saudatsche von Hegi. In Retschmar auf dem Golfplatz. Wollen wir uns mal die Details anschauen. Ja. Es gibt einen Steuermann. Ist das ein 3D-Steuermann? Das ist ein 3D-Steuermann. Ein 3D-Steuermann. Heckspiegel ist auch original. Hamburg, Norddeutsche Regattaverein. Und Royal Ocean Racing Club. So. Das Rig ist nicht das Original-Rig, sondern eines aus Gittermeiler. So, jetzt sehen wir mal die rote Sau von hinten. Das war ihr Spitzname. Rote Sau. Sag mal, wenn ich wenden soll. Ist doch egal, wenn du, ich hab ihn jetzt. So, die rote Sau hat gewendet. Wie heißt denn der Skipper? Der rote Axel. Wie heißt der Robot? Ah, jetzt. Du fährst zum... Alles klar. So, wir fangen dann irgendwann schon mal an. Ja, 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 ja. Ja, ja. So, wir fangen dann gleich an. Ja, Axel, was ich noch mal fragen wollte, wieso hat... Sind da jetzt zwei Segelverstell-Servos? Ja, eine fürs Große, eine für Schot. Ach so. Ach so. Ja. Ah, ja, ja, oh, okay. Sind sie nicht bei irgendwas, ne? Ach so, du kannst sie, also dadurch... Könnte ich sie getrennt? Könnte ich getrennt steuern? Könnte sie getrennt steuern. Okay, den Winkel, den kannst du... Den Öffnungswinkel zwischen Fock und Groß kannst du... Könnte ich beeinflussen, ja. Das könntest du beeinflussen. Ach so, auf dem... Ah ja, jetzt müssen wir genau gucken hier. Da ist auf dem Hebelverstellservo, da kann man den Weg ja auch nochmal einstellen durch die Klemmschieber. Ja.
Jo. Irgendwann war der Saudage von Hegi, gebaut vor 50 Jahren, 1978, angelehnt an den Admiralskaper Saudage von Otto Schümann vom Norddeutschen Regattaverein. Er hat 73 oder 74 den Admiralskap damit gewonnen.